Nachdem die Krise auch den SVS hart getroffen hat, darf nun wieder trainiert werden. Natürlich unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Nichtsdestotrotz blickt man optimistisch in die Zukunft. Wie waren denn die letzten Wochen für Sie und für das Team? Ja, wir haben im März, 16. genau, erfahren, dass der Spielbetrieb Meisterschaft eingestellt wird. Komplett. Das heißt, es hat die Kampfmannschaft und den Nachwuchs betroffen. Und damit waren auch die Trainingsmöglichkeiten nicht mehr gegeben, Trainingsverbot. Und wir haben aber diese Zeit des Corona sehr gut überbrückt aus meiner Sicht. Wir haben tolle Trainer im Nachwuchs, wir haben tolle Trainer im Kampfmannschaftsbereich, die haben Programme ausgearbeitet, haben permanenten Kontakt gehabt mit den Kindern und mit den Spielern, teilweise auch immer wieder mit den Eltern, um abzustimmen, wie wird was gemacht. Das ist auch teilweise kontrolliert worden. Also ich muss sagen, die haben in der Zeit, wo eigentlich die meisten Kinder keine Möglichkeit hatten, haben die im privaten Bereich, fast alle Kinder, so brav mitgearbeitet und sind jetzt natürlich mit toller Motivation wieder zum Spiel, zum Trainings- und Spielbetrieb gekommen. Wobei Training ist natürlich ein bisschen eingeschränkt, aber grundsätzlich sind wir mit der Kampfmannschaft und dem ganzen Nachwuchs sind wir im Trainingsbetrieb, wie es gestattet ist. Das heißt, wir verwenden bis vor kurzem und jetzt glaube ich auch noch nicht die Kabinen. Wir treffen uns draußen. Es ist ein Sicherheitskonzept erarbeitet worden. Von mir und den Trainern gemeinsam haben wir uns überlegt, wie können wir es gestalten, um die Kinder am wenigsten zu gefährden. Wir haben eigene Eingangsbeschränkungen gemacht, wir haben eigene Treffpunkte ausgemacht. Die Kinder sind bereits gekleidet fürs Training am Platz gekommen, haben sich getroffen, haben ihre Übungen auch dementsprechend immer die Entfernung eingehalten, haben ihren Trainingsbetrieb gemacht und sind danach wieder hinausgegangen, also keine Kabinen wurden benutzt, keine Duschen wurden benutzt, haben uns streng an die Vorgaben gehalten. Das Risiko wollen wir einfach grundsätzlich nicht eingehen und es hat bis dato wunderbar funktioniert. Die Kinder sind begeistert, natürlich auch die erwachsenen Spieler, die Trainer sind begeistert und was auch nicht unwichtig ist, die Eltern sind auch zufrieden. Wie war denn die Stimmung innerhalb des Teams, als die Krise zugeschlagen hat und wie ist sie jetzt? Ich glaube, wir haben das Ärgste überstanden und ich glaube, dass es in Zukunft nur mehr besser werden kann, wenn sich alle an gewisse Vorgaben halten. Und die Kinder, die Jugendlichen, auch die Trainer, alle, die hier im Verein tätig sind, haben natürlich eine Riesenfreude, dass sie wieder am Platz sein können, dass sie wieder organisieren können, dass sie wieder mit ihren Mitspielern und Leuten, die sie halt immer wieder treffen wollen, auch zusammenkommen können. Und ich glaube, die Motivation ist extrem gut. Jetzt müssen wir schauen, wir beenden sozusagen jetzt die Frühjahrssaison in den Sommer hinein. Wird Mitte bis Ende Juni ist dann Schluss. Dann gibt es eine Sommerpause und dann hoffe ich, dass wir rechtzeitig die Informationen bekommen, wie es im Herbst für die Meisterschaft wieder zu beginnen ist. Egal, ob das die Kampfmannschaft oder der Nachwuchs, der genauso damit beschäftigt ist, wann wir wieder spielen können, wann wieder normales Training notwendig, also in dem Fall wäre notwendig, wieder möglich ist. Und dass dann wieder auch schon langsam sich ein Spielbetrieb mit Zuschauern und allem, was dazugehört zum Fußball, sich wieder etwas einstellt. Das wäre schon. Wie erleichternd ist es denn, dass man jetzt zumindest trainieren kann, auch wenn nicht ganz normal? Ich glaube, alle Betroffenen sind besonders froh und motiviert, obwohl es nicht unter den optimalen Voraussetzungen läuft. Trotzdem sind alle begeistert, haben Spaß am Training, haben Freude am Training. Und die Lust, am grünen Rasen wieder sich bewegen zu können, ist so groß, dass ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Schritt war. Und jetzt werden wir im Zuge der Zeit werden wir schauen, wie es dann noch dargestellt wird, bis zu einem etwaigen kompletten Training mit Mannschaftstraining und allem mit Körperberührung. Und dann später natürlich ist der Meisterschaftsbetrieb für alle sehr wichtig, weil das ist so der Gradmesser. Jeder möchte wissen, wo stehen wir im Leistungsbereich. Und da müssen wir warten, was dann die Politik entscheidet und die Gesundheitsmaßnahmen, die vorgegeben werden. Aber ich hoffe, dass wir im Herbst doch wieder Meisterschaft spielen können.